Willkommen bei Ich rauche nicht. Wie fange ich das heutige Video an? Denn eigentlich geht es heute nur um ein Brefield-Pod-System und doch ist es meiner Meinung nach um so viel mehr. Es ist ein Weg in die richtige Richtung. Trotzdem bleibt es ein Brefield-Pod-System. Das heißt, es ist jetzt natürlich ein Review, aber der Gedanke zählt hier auf jeden Fall. Und was das alles bedeutet und was das alles mit Rap zu tun hat, das seht ihr jetzt. Denn es geht um Kapital Bar. Ja, der Name ist nicht zufällig gewählt. Wo ist es? Hier ist es. Kapital Bar. Natürlich abgeleitet von Kapital Bra. Ja, genau. Der steckt nämlich hinter dieser ganzen Geschichte. Was ist die Idee dahinter? Es ist offensichtlich, ganz viele Menschen, darunter auch ganz viele junge Menschen, dampfen Einweg-E-Zigaretten, warum auch immer auch Vapes genannt, Disposables. Und natürlich bedeutet das Müll, natürlich bedeutet das im besten Fall, dass das Zeug im Müll überhaupt mal landet, wenn es nicht im Park und auf den Straßen rumliegt. Richtige, regelkonforme Rückführung der Rohstoffe, so ehrlich darf man sein, geschieht wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Nachhaltigkeit, Umweltgedanke, das hier ist auf jeden Fall mit von der Partie, wenn es geht um Kapital Bar. Und es geht um Schlichtheit, um einfaches Design. Das sieht man hier auch ganz, ganz deutlich. Weg von bunten Bildchen, bunten Farben, irgendwelche Bärchen da drauf, irgendwelche Einhörner speiende, was auch immer. Schlichtes Design. Kapital Bra und das Team, ja, die haben eben einen vernünftigeren Ansatz jetzt hier gewählt. Weg von Einwegartikeln hin zu Brefield. Ja, gibt es schon. Vielfach und seit langem. Also das ist jetzt nicht die große Innovation. Endlich gibt es Einweg-Pod-Systeme. Nicht Einweg-E-Zigaretten, sondern nur die Pod-Systeme. Hier finde ich aber nun eben wichtig, dass ein bekanntes Gesicht dahinter steckt. Jemand, den die Jugend kennt. Und nein, mit Jugend meine ich nicht Kinder. Junge Menschen, denn ja, natürlich hören auch Erwachsene jenseits der 20 Kapital Bra. Klar, die Menschen kennen die Musik, sie kennen das Branding, sie kennen die Videos, sie kennen von mir aus auch die Kontroversen. Scheißegal, ob's dir gefällt, wenn ein Hurensohn mit Geld ist, nur ein Hurensohn mit Geld. Und ja, genau so jemand ist natürlich auch als Marke interessant. Und ja, letztlich ist es ein Geschäftsmodell. Logischerweise will man damit Geld verdienen. Und das bekannte Gesicht, das sich jetzt eben hier zeigt, steht aber jetzt eben hier nicht für Disposables. Da gibt es schon genug andere, die auf diesen Zug aufgesprungen sind. Hier sind wir wenigstens einen Schritt weiter. Weg vom Tabak, das sollte das Ziel sein. Ja, und ein bekanntes Gesicht ist dahingehend mal mit Sicherheit kein Fehler. Kapital Bra würde ich jetzt aber auch eher mal als Dual-User bezeichnen, zumindest wenn man seinen Videos Glauben schenken darf. Für mich ist Kapital Bar ein erwähnenswerter Brand, der derzeit nur online verfügbar ist. Eben auf kapitalbar.de. In Kürze sollen hier aber auch die Produkte offline verfügbar werden. Zeit also, die Geräte mal wirklich genauer anzusehen. Beginnen wir mit dem Akkuteil. Für alle, die schon länger im Dampfergeschäft hier irgendwie sind, natürlich eine bekannte Geschichte, eine bekannte Form, auch keine Überraschungen für irgendjemanden, der das hier sieht. Für alle Interessierten, es gibt hier ein sogenanntes Bratan-Set um 45 Euro. Darin eben ein Akkuteil, ein USB-C-Ladekabel und 6 solcher Pods in verschiedensten Geschmacksrichtungen, eben um das Ganze hier mal auszuprobieren. Das alleine 45 Euro schon mal günstiger als durchschnittliche Disposables. Verpackt ist das Ganze eben jetzt mal hier in dieser Pappschachtel. 900 mAh an Akku haben wir hier da drinnen verbaut. Das Ganze arbeitet wie gewöhnlich mit Zugautomatik, das heißt keinerlei Knöpfe hier. Wir haben hier eben Kapital Bar Aufschrift, wir haben hier das Logo
Auf der Rückseite nochmal Flex, die exakte Bezeichnung von diesem Teil. Hinten USB-C, Ladeport und hier auch dann die Luftführung. Gehalten werden diese Pods hier wie üblich. Man steckt sie hier hinein und über Magnete entsteht eben dann hier der Kontakt. Und macht es bitte nicht wie ich. Packt sie nicht aus. Packt dann diese beiden Teile ineinander und denkt sich, der Scheißdreck funktioniert nicht. Denn der Scheißdreck funktioniert. Wie nämlich dreimal kurz hier anziehen und das Ding wird eingeschalten, respektive ausgeschalten. Dreimal und es geht dahin. Eine Akkuleistung soll für rund 600 Züge hier reichen, was auch immer exakt ein Zug ist. Man kennt sie, auf der einen Seite haben wir hier die Bezeichnung der Geschmacksrichtung, hier großer Warnhinweis und wie gesagt hier hinten eben dann die Kontakte, mit denen oder über die das Ganze eben dann feuert und funktioniert. Eine habe ich jetzt hier mal noch nicht geöffnet, alle anderen Geschmäcker habe ich schon durch. Reißen wir hier mal auf, die ganze Sache natürlich hier mit Banderole versehen, kommt ja hier auch aus Deutschland, wird auch aus Deutschland hierher geliefert und hier drinnen, well done, sehr gut verpackt. Da ist er. Noch eine kleine Umverpackung. So, und da ist jetzt endlich das Ding. Hier oben eine Schutzvorrichtung abziehen, hier unten eine Schutzvorrichtung und ab jetzt einsatzbereit. Einsetzen und dampfen. Keine Vibration, hier hast du irgendwie kein haptisches Feedback. Hätte ich noch ganz nett gefunden. Jetzt mal hier zu den Preisen von diesen Pod-Systemen. Ein Pod, 7 Euro. Extra ein Akkuteil, 12 Euro. Ein Starter-Set, also ein Akkuteil und ein Geschmack nach Wahl, 17 Euro. Preislich also absolut hier im Durchschnitt. Welche Geschmäcker gibt es da jetzt zurzeit? Wir haben Mango, Erdbeere, Pink Lemon, Pfirsicheis, Cassis-Eis und Bananeneis. Das zurzeit hier die verfügbaren. Ob da jetzt nochmal mehr kommen oder nicht oder ob es das jetzt mal sein soll, keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Und wie schmecken sie? Dampfen wir mal. Sie schmecken zu 100% so, wie man den Geschmack erkennt von den Disposables. Wer diese süßen Geschmäcker mag, auch mit der Kühle dahinter, bei den Eisvariationen eben, der wird hier glücklich sein. Das ist genau das, was ihr da draußen halt dann auch jeden Tag euch ein Stück oder sogar zwei Stück kauft und reinzieht. Ja, bloß dann werft ihr den ganzen Akkuteil weg, die ganze Elektronik weg, Kunststoff weg. Hier ist zumindest das Ganze hier auf diesen Kunststoffteil hier reduziert mit der darin befindlichen Coil und diesen Kontakten und nicht jeden Tag ein Akku. Die Performance stimmt, der Preis stimmt, der gewählte Weg stimmt, zumindest meiner Meinung nach. Also ich hoffe, dass ich jetzt mal bald diese Dinge hier auch in den Geschäften sehe. Ich bin wirklich absolut pro Kapital Bar, was diese ganze Geschichte hier angeht. Nicht, weil es die Ersten sind, lange nicht, aber weil es mal wichtig ist, jetzt ein Statement hier auch mal zu setzen mit einem bekannten Gesicht da draußen. Die Akkuteile werden übrigens in China gefertigt, das Liquid jedoch stammt aus UK. Ja, es gibt diese Dinger hier leider nur mit Nikotin, nämlich 1,6%, also mit 16 Milligramm und auch etwas weniger Nikotin als in den meisten Disposables. Ja, kann jetzt gut sein oder schlecht sein. Euch als Raucher, wenn ihr weg wollt von der Zigarette, könnte es sein, dass euch das ein bisschen zu wenig Nikotin vielleicht sogar am Anfang ist. Nicht schrecken, es ist ja Nikotinsalz. Und somit anders wahrnehmbar als sonst die üblichen 3 Milligramm, 6 Milligramm, 9 Milligramm. Also da brauchst du eher höher dosiertes Nikotin. Und hier haben wir halt nicht die maximal erlaubten 20 Milligramm. Ich auf jeden Fall würde mir auch noch nikotinfreie Optionen sogar wünschen. Ja, es gibt genug Leute, die auch nikotinfrei dampfen. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr jetzt von dieser Idee? Ihr habt schon gehört, also ich finde diesen Weg wirklich toll, der gegangen wurde. Die Geräte enttäuschen nicht, sie machen genau das, was man erwarten darf und sie halten vielleicht einige Menschen davon ab, Einwegmüll zu kaufen. Mehr wollen diese Teile nicht und
Ja, das kann durch dieses Gerät hier natürlich klappen. Wer jetzt übrigens Jugendschutz schreit, Quatsch. Nein, eben nicht nur Minderjährige hören Kapital Bra, egal ob ihr seine Musik mögt oder nicht. Und mir wäre es nach wie vor immer noch lieber, ich sehe Jugendliche mit solchen Teilen als mit Disposables oder Tabakzigaretten. Aber ja, natürlich ist auch hier auf den Geräten ganz groß drauf, ab 18. Vielleicht gehen ja manche Shops diesen Weg mit und nehmen das hier ins Sortiment auf. Vielleicht sogar solche Shops, die bisher mal generell Disposables nicht hineingelassen haben und gesagt haben, so einen Scheißdreck verkaufen wir nicht. Da sind wir wieder auf einem anderen Weg. Den Menschen, die die Einfachheit lieben und die Geschmäcker nicht missen wollen von diesen Disposables, ja, so können diese Menschen auch Kunden werden. Ich hoffe, euch ist klar, wieso ich das Video mache, nicht weil ich jetzt wieder mal das 100. Pre-Filled vorstellen möchte, sondern weil ich denke, dass damit Leute angesprochen werden, junge Menschen angesprochen werden und es gibt doch genug auch da draußen, die tatsächlich den Umweltgedanken im Vordergrund haben. Vielleicht können sie so erreicht werden. Und in jedem Fall scheint Capital Bra ganz gute Ideengeber, finde ich, im Hintergrund gehabt zu haben und nach wie vor zu haben, um eben nicht hätte auch machen können, auf den Disposable-Zug aufspringen und das Zeug verkaufen. Das war's. Noch ein Geschmack hier ändern. Capital Bra. Übrigens auch für Schlagerklassik und Rockfans absolut zu benutzen. Das war's für heute. Das war das Review, die Geschichte hinter Capital Bra. Schaut auf die Seite capitalbar.de und vielleicht auch bald in eurem Shop. Wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.